Ich möchte heute über ein Thema diskutieren, welches in unserer Gesellschaft weitestgehend tabuisiert wird, nämlich Selbstzweifel. Jeder Mensch kennt sie, doch nicht jeder ist bereit, darüber zu reden oder gar damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, dass Selbstzweifel genauso dazugehören wie das Gefühl von Glückseligkeit. Es gibt diese Tage, in denen man ein tiefgehendes Gefühl von Unsicherheit wahrnimmt, die Couch nicht verlassen will und zu faul für alles ist. Man verspürt Antriebslosigkeit und das Gefühl von Hilflosigkeit. Man verliert seine Ziele aus den Augen. Verschiedene Forschungen sehen den Grund dafür in hormonellen und neuronalen Verschaltungen. Dazu aber zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Ich möchte an dieser Stelle nochmals versichern, dass wirklich jeder Mensch diese Momente durchmacht. Besonders aufgrund der sozialen Medien, in denen wir perfekte Sportler oder Influencer sehen, glauben wir, dass deren Leben perfekt sei. Jedoch sehen wir nur die zusammengeschnittene Glanzversion, nur die Spitze des Eisberges. Was wir nicht sehen, sind die Tränen, das Scheitern und das Aufgeben. Wir vergleichen unsere ungeschnittene Version mit der geschnittenen der Stars. Da kommt zwangsläufig Zweifel auf, weil die Diskrepanz so groß zu sein scheint. Jeder möchte sich im Internet bestmöglich präsentieren, das nennen wir Impression Management. Anders formuliert, unsere nach außen getragene, selbstverdienliche Darstellung. Aber auch diese Menschen haben Misserfolge und Tage der gefühlten Hilflosigkeit. Was sollst du nun aber tun, wenn du einen dieser Tage erwischst? Sich selbst in alle Werte und Tränen einfach Gas geben? Es gibt viele Menschen, denen hilft das. Aber auch nicht allen. Zudem ist es nicht nachhaltig, es sei denn, wir entwickeln einen dazugehörigen Glaubenssatz, der uns sagt, dass wir in solchen Momenten einfach rausgehen müssen und Gas geben müssen. Ich selbst akzeptiere diese Tage zumeist. Nehme mir einfach meine Auszeit und wenn es dann auch mal bedeutet, einen Tag nicht zu machen, dann ist das auch okay. Das nennt sich Akzeptanz. Ein wichtiger Begriff, der davon ausgeht, dass man mit sich selbst und seinem Leben glücklich und im Reinen ist. Da ändert auch ein Tag der Antriebslosigkeit nichts dran. Passieren solche Tage aber in größter Häufigkeit, dann solltest du dein Selbstkonzept hinterfragen. Also schauen, wer du wirklich bist und was deine tiefliegenden Bedürfnisse im Leben sind. Viele Menschen folgen irgendwelchen Träumen, weil unsere Gesellschaft diese Ziele als attraktiv vorgibt. Häufig stimmen sie aber nicht mit dem überein, was wir wirklich wollen. Solange diese Passung nicht vorhanden ist, werden wir ein tiefliegendes Gefühl der Unzufriedenheit verspüren. Du musst keine Luxusgüter haben oder ein Sportstar sein. Deine Vision vom Leben muss mit deinen Werten und nicht mit denen der anderen übereinstimmen. Gerade während der Corona-Zeit empfanden viele Sportler, die ein starkes Bestreben nach sozialem Erleben und dem Team haben, eine solche Antriebslosigkeit. Geht dieser dauerhaften Hilflosigkeit und Antriebslosigkeit ein traumatisches Erlebnis zuvor, dann solltest du unbedingt Hilfe suchen. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, welche Wege es gibt, um mit Selbstzweifel umzugehen. Erstens, sich selbst in den Hintern treten, seine Stärken, Erfolge, Visionen und Ziele bewusst machen und Gas geben. Zweitens, Selbstzweifel als Möglichkeit nutzen, sich und sein Selbstkonzept zu hinterfragen. Wer bin ich und was ist mir im Leben eigentlich wichtig? Drittens, Akzeptanz. Akzeptieren, dass nicht jeder Tag ein Feuerwerk sein kann und einfach mal eine Pause gönnen. Viertens, will dieser Schleier von Negativität über einen längeren Zeitraum nicht verschwinden, dann sollte man sich professionelle Hilfe suchen. Das reine Bewusstsein, dass Selbstzweifel zum Leben dazugehören, wird dir im Umgang mit diesen helfen. Meine Frage an dich, wie gehst du mit Selbstzweifeln um?